Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Ja, neue Eventwoche ist draußen und somit ist auch wieder ein neues Zeitrennen draußen namens Galileo Park mit einer Zeitvorgabe von 2 Minuten 5. Und ja, wir machen es hier wieder mit der ungetunten Barty. Jetzt zeige ich euch erstmal, wo sich das Ganze befindet. Das Ganze befindet sich hier auf der Karte und wir müssen dann einmal hier her und wir fahren die Strecke aber bei weitem nicht so, wie es uns wie es halt hier angezeigt wird, sondern wir machen das schon ein bisschen anders. Und zwar, ich zeige euch das mal hier. Wenn wir hier starten, fahren wir hier einmal so runter und dann, wir kürzen das halt hier alles einfach ein bisschen ab. Fahren dann auch nicht hier diese Strecke hier. Fahren die Strecke auch nicht dann hier entlang, sondern wir fahren dann runter auf die Hauptstraße, fahren die Hauptstraße bis hierher und dann gehen wir erst wieder hier auf den richtigen Weg und dann kürzen wir hier auch nochmal ab. Also sehr viele Abkürzungen und dann schafft man das auch mit der ungetunten Barty, ohne Willi, ohne nach vorne bücken, ohne alles, schafft man das eigentlich relativ leicht. Und ich zeige das jetzt mal. Erstmal hier bisschen langsam, also wir positionieren uns, dass wir hier durch den Zaun durchfahren. Also ich starte das Rennen jetzt mal und ich fahre das jetzt mal ein bisschen langsamer. Also wir fahren dann hier durch. Wir bleiben hier ein bisschen oben, also wir können uns hier wirklich ruhig auch ein bisschen Zeit lassen. Hier sehen wir jetzt das E und hier sehen wir dann das N. Hinter dem Busch ist das N. Und zwischen E und N müssen wir durchfahren. Also wir fahren dann hier so den Graben hier runter und richten uns dann wirklich hier aus und fahren dann hier zwischen N und E, fahren wir hier durch und halten uns jetzt dann auf diesen, sag ich mal, auf diesen Hügelrücken halten wir uns. Und halten uns hier jetzt dann aber links. Also wir fahren jetzt nicht hier rechtzeitig, sondern wir fahren jetzt hier links. Und dann bleiben wir jetzt hier eher ein bisschen rechts wieder. Und wir sehen ja dann hier, wo mein Kopf ist, sehen wir hier die Leitplanke. Und diese Leitplanke visieren wir an und da fahren wir vorbei. Dann fahren wir hier einmal rüber. Und dann kommen wir hier auch wieder in so einen Graben rein. Und ja, dann bleiben wir hier jetzt in den Graben. Man muss das nicht Vollgas fahren, man kann da immer wieder einfach sich rollen lassen, bis wir eben hier auf dieser Straße hier sind. Ja, und dann geht es eben runter zur Hauptstraße. Und wie das jetzt mit Vollspeed ausschaut, oder halt nicht mit Vollspeed, aber mit der Geschwindigkeit, dass man halt das ganze Zeitrennen halt auch schafft, das zeige ich euch jetzt mal. Und dann seht ihr auch gleich die restliche Strecke, wie ich sie eben wähle, dass es wirklich sehr einfach ist. Also 3, 2, 1 und ready to go. Wir fahren da jetzt durch. Also ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier First Try. Ich lasse mich nur rollen. Hier bremse ich sogar ein bisschen ab. Hier fahren wir. Also das ist alles rollen, rollen, rollen. Jetzt gebe ich Gas. Hier können wir eigentlich Vollgas runterfahren. Jetzt fahre ich hier diesen Bergrücken hier runter. Halte mich hier ein bisschen links. Jetzt bin ich wieder eher rechts unterwegs. Schau, aha, da ist die Leitplanke. Ich lasse mich rollen. So, jetzt gebe ich wieder Gas. Gehe hier in die Schlucht hier rein. Lass mich hier wieder ein bisschen rollen. Jetzt gebe ich wieder Gas. Lass mich wieder rollen. Jetzt lasse ich mir die ganze Zeit rollen, dass ich hier wirklich schön auch mit dem Verkehr aufpassen kann. Und jetzt gebe ich erst wieder wirklich Vollgas. Jetzt geht es hier runter. Die Markierung nicht nachfahren, sondern wirklich so fahren, wie ich fahre. Und jetzt sehen wir eh hier die Markierung schon. Aber das machen wir auch nicht, sondern wir fahren wirklich erst jetzt hier rein, dass wir wirklich hier auf dieser Hauptstraße sind. Und jetzt geht es einfach hier die Hauptstraße die ganze Zeit entlang. Wer natürlich das Ganze noch schneller machen möchte, kann sich natürlich ein getuntes Motorrad nehmen und kann natürlich auch öfters in den Willi reingehen, weil dann ist man generell einfach schneller. Aber wir machen das jetzt mal hier ganz gechillt. Ich würde einfach nur zeigen, dass es hier mit der ungetunten Barty ohne Willi, ohne alles hier wirklich auch gut schaffbar ist. Und jetzt sehen wir eh schon die neue Markierung und die fahren wir auch. Also wir fahren jetzt hier bremse ich ein bisschen ab, also wirklich nicht zu schnell, auch auf den Verkehr aufpassen. Hier kann man dann eh wieder Vollgas geben oder halt eben auch mit dem Willi raus, aber wie gesagt, ich lasse das jetzt mal mit dem Willi. Dann geht es hier rein. Hier würde ich auch lieber ein bisschen langsamer machen. Hauptsache, dass man halt nicht crasht, denn wir haben ja jetzt noch eine halbe Minute Zeit. Wir sind ja dann schon fast da. Jetzt geht es eben hier hoch. Ihr seht jetzt hier diesen Baum. Bei diesem Baum fahren wir jetzt hier schon hoch, kürzen das Ganze nochmal ab. Dann können wir ins Ziel rein springen, wenn man schon, also man könnte hier jetzt rüber springen. Ich mache es jetzt aber auf Nummer sicher und fahre halt wirklich so rein. Sonst hätte man hier über die Mauer drüber springen können. Aber ja, wie gesagt, man kann, wenn man ein bisschen zu langsam ist, ist mir schon einmal passiert. Keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, wo ich das Zeitrennen mal gemacht habe. Kann ich mich noch erinnern. Kann es euch ja mal ganz kurz zeigen. Es ist nämlich hier, ist eine Kante. Oder nee, war das mit einem Auto? Weil ich glaube, mit einem Motorrad kommt man eigentlich immer gut rüber.
aber wie gesagt, man könnte dann irgendwie halt crashen oder irgendwas. Darum kann man, wenn man noch Zeit hat, kann man wirklich außen rumfahren. Also muss halt jeder wissen, wie er das machen will. Also da liegt die Entscheidung jetzt bei euch. Und wie gesagt, das war jetzt einfach mal ja ein sehr, sehr angenehmer Weg, der eben nicht so schwer ist und ja, der halt sehr schnell ist. Und es ist ja noch eins, will ich noch ganz kurz fragen oder sagen, bevor ich das Video hier beende. Es ist jetzt ja die Trilogie rausgekommen, eben mit, ich meine mal, wie ich es gehört habe, mit 60 Euro, was ich echt irgendwie zu viel finde für das, dass halt einfach nur ja die Steuerung ein bisschen besser ist und die Grafik ein bisschen besser ist. Denn ich muss ja eins sagen, es ist ja dennoch das gleiche Spiel, ja. Also ich sag mal so, für alle Leute, die halt, also ich beziehe es ganz jetzt mal auf San Andreas, weil das ist das Spiel, was ich mir halt am ersten holen würde, aber ich glaube, man kann es jetzt nur in der Trilogie aus Gesamtpaket kaufen, aber bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Aber ich würde mir, wenn, dann würde ich mir GTA San Andreas holen, aber ich habe GTA San Andreas ja schon gespielt und die Missionen und Cody Story, das ist ja alles das Gleiche. Also ich habe jetzt eigentlich wenig Interesse, dass ich jetzt nochmal ein Spiel spiele, nur weil die Grafik besser ist. Ich finde, es ist auch das Gleiche mit GTA 5 Remaster, was rauskommen soll. Wenn da nur die Grafik einfach ein bisschen besser ist, ja, dann ist es ja irgendwie kein anderes Spiel, finde ich. Weil an die Grafik gewöhnt man sich ja extrem schnell. Und wenn wir jetzt mal uns die Grafik anschauen würden von GTA San Andreas, was ich mir bei ein paar Videos jetzt schon angeschaut habe, das ist ja dennoch wesentlich schlechter wie GTA 5. Also für uns ist es jetzt ja, wenn wir GTA San Andreas jetzt spielen, dann ist es ja dennoch eine schlechte Grafik für uns. Also was bringt mir dann das Spiel? Also, ja, ich verstehe es nicht ganz wirklich. Also drum, ich werde es mir sehr wahrscheinlich nicht kaufen, außer die Nachfrage wäre jetzt voll hoch und ihr schreibt alle, ah, wäre voll cool, wenn du das spielen würdest. Dann ist es was anderes, weil dann macht es ja irgendwie Spaß, ja, das zu spielen, wenn man dann eben Feedback bekommt und Co., dann ist es wieder eine andere Sache. Aber jetzt so rein privat spielen, habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Aber schreibt mir doch gern dennoch in die Kommentare rein, was ihr zur Trilogie haltet, auch der Preis und ob ihr es vielleicht auch selber schon gespielt habt. Würde mir euch auf jeden Fall das Feedback ein bisschen interessieren. Und ja, an der Stelle würde ich jetzt einfach sagen, kurz mal vom Motorrad hier abgestiegen. Ja, haut rein, euer Duzi und ciao.